Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch in diesem Video meine Favoriten, denn der Monat Mai ist vorbei. Yep, der Juni ist schon da und ich würde sagen, bevor ich das Intro wieder zu lange ziehe, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! So, ich habe wirklich richtig coole neue Sachen. Also ich habe mir jetzt echt mal überlegt, so, ich glaube, eine Sache ist dabei, die ich euch schon mal gezeigt habe, aber die kann ich einfach nicht rauslassen. Und der andere, also der Rest ist so was von Hardcore mein Favorit geworden, dass ich ihn euch unbedingt zeigen wollte. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem Produkt an, was ich euch schon einige Male gezeigt habe. Und zwar ist es die Konturpalette von Yves Saint Laurent, die ich wirklich jeden Tag trage. Ich finde, es gibt keinen schöneren Ton. Ich habe die Nummer 1 und hier ist eine Kontur- und eine Highlightfarbe. Das reicht. Ihr könnt hier mit Baken, ihr könnt hier mit, ich gehe hier immer unter meiner Kontur nochmal lang, um das Ganze nochmal zu säubern und dass das Ganze nicht irgendwie über den Tag runterrutscht. Ihr könnt aber auch absolut euer Concealer damit setzen. Also es reicht eine Palette. Es ist keine Riesenpalette. Das hat mich so ein bisschen gestört an der Kat Von D, weil ich 3 Töne verwendet habe und 6 Töne aber in der Palette drin waren. Also war die Hälfte für mich so halt Produkt, was nicht gebraucht wurde und das war ein bisschen blöd. Und diese Palette, der bin ich absolut verfallen. Die Farbe ist sehr, sehr schön, super schön aschig und allgemein ist es auch eine schöne Verpackung und so weiter. Also es ist jetzt dreckig, weil ich es wirklich immer mit mir rumschleppe und jeden Tag benutze. Aber ich benutze es wirklich im ganzen Gesicht zum Konturieren. Auf der Nase, Stirn, Wangenknochen, hier Kieferbereich, unter der Lippe, unter den Augen. Manchmal benutze ich sogar so ein bisschen, um meine Lidfalte zu vertiefen. Aber man sieht da nicht ganz so viel, wenn ich das jetzt mit Concealer und so. Also es ist ein schöner, aschiger Ton. Also die hier kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, habe ich die Farbe Nummer 01 und nennt sich Couture Contouring Palette. Dann haben wir von Trended Up einen Lip Liner. Und zwar nennt der sich Contour & Glide Lip Liner. Den habe ich sehr, sehr häufig getragen. Ich habe jetzt meine Lippen so ungeschminkt wie möglich gelassen. Also ich habe schon ein Video davor gedreht, deswegen sind die noch so ein bisschen rot. Aber da habe ich den schon vorher drauf aufgetragen und dann habe ich noch was drüber getragen und so weiter und so fort. Und trotzdem sieht man den immer noch durch. Das ist ein wunderschöner Lip Liner in einem super schönen Rot. Der hält bombenfest. Der ist sehr, sehr matt. Also ich habe den in meinem Apfelessig-Video getragen. Ich verlinke euch das gerne mal da hoch, dann könnt ihr euch das anschauen. Also es ist ein wunderschönes, sehr, sehr schönes matt Rot und hinten ist auch so ein Anspitzer dabei, falls ihr sowas gebrauchen könnt. Jedenfalls super schöner Lip Liner und es ist die Farbe 471, damit ihr wisst, welche Farbe. Aber allgemein, wenn ihr eine andere Farbe sucht und einen günstigen, guten Lip Liner, kann ich euch den hier empfehlen. Ich war nie ein Typ für teure Lip Liner, außer die von Lancôme, die ich sehr, sehr gut finde. Ansonsten habe ich bis jetzt wirklich selten Lip Liner benutzt, gerade die von MAC und so weiter, wo ich sage, oh, ich muss die haben. Ich finde, das ist schon so ein bisschen zu teuer für einen Lip Liner. So, dann kommen wir zu einem Produkt, welches ich euch noch nicht gezeigt habe. Und zwar ist es von Becca ein Produkt. Das nennt sich Becca Shimmering Skin Perfector in der Farbe Chocolate George oder so. Ich halte es euch mal dahin. Ihr findet es aber ansonsten auch natürlich in der Infobox. Und zwar ist es ein Skin Perfector. So sieht das Ganze aus. Und wir waren mit Becca an der Ostsee und dann haben die so ein Skin Match gemacht. Eigentlich wollten sie uns auch eine Foundation zuschicken, aber ich weiß nicht, ich habe keine bekommen bis jetzt und nichts. Also ich wollte so ein Full Face Using Becca Products machen, aber ich habe leider noch nichts bekommen. Und jedenfalls wurde dann so unser Hautton festgelegt, dazu halt der Bronzer, Highlighter und Blush und so weiter und so fort. So. Dann wurde das hier bei mir angekreuzt und ich war sehr, sehr skeptisch und sehr ängstlich auch, weil ich war schon geschminkt und das sollte jetzt noch drüber und ich war so, das wird doch gleich voll komisch aussehen als Highlighter. Und dann sagten sie, das ist ein Skin-Perfector, kein Highlighter. Das kommt jetzt mit einem fluffigen Pinsel über deine Kontur und wärmt das Ganze nochmal auf. Es agiert so ein bisschen wie ein Bronzer und ich so, aber das glitzert doch, das ist doch voller Schimmer. Aber dieses Glitzer sieht man nicht. Es gibt dem Gesicht nochmal seine Lebendigkeit zurück und ich so, aha. In etwa so ein Pinsel, also wirklich schon relativ groß. Und dann sind die da reingegangen und haben mir das einfach so über meine Kontur drüber gegeben. Und das Ganze sah dann wieder extrem lebendig aus. Also jetzt sind die Softboxen so davor und ich habe versucht so ein bisschen gerade ins natürliche Licht zu gehen, um zu gucken, ob das auch so aussieht wie
es aussehen soll. Man sieht diesen Schimmer null. Also man sieht nicht, dass es glitzert oder dass es ist nicht wie ein Highlighter oder so, sondern es ist so ein Skin-Perfekter, der schimmernd ist. Es erinnert mich so ein bisschen an das Translucent Powder von La Mer. Das ist so ein Puder, womit man sein ganzes Gesicht zettet und das ganze Gesicht hat so ein Glow. Da war ich ja extrem erschrocken von, da war ich auch auf dem Event. Und das hier ist so was ähnliches, nur als Bronzer. Also es sieht so aus, als wäre eure Haut halt so mega gesund. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also dieses Produkt habe ich nonstop benutzt in Kombination mit dem Becker Solid Bronzer Poudre de Soleil. Und zwar sieht der so aus. Und das ist einmal Bronzed Bondi und wie gesagt in Kombination damit. Also erstmal das hier, das ist jetzt ein sehr, sehr mattes Produkt. Und dann kommt dieses Schimmer drüber und das lässt euer ganzes Gesicht halt wieder lebendig aussehen. Also wirkliche Favoriten sehr gerne in Kombination und auch einzeln sehr gerne benutzt. Dann haben wir noch was vom Becker und dann gehen wir auch direkt weiter zu den anderen Marken. Und zwar ist es ein Lipgloss. Als wir halt auf dem Event waren, waren wir die Ersten auf dieser ganzen Welt, die sehen durften, was gelauncht wird. Und zwar waren es Lipglosse. So, die Lipglosse, die sind genauso wie die Highlighter. Also es gibt Opal, es gibt Moonstone, es gibt Sea Pop, es gibt Champagne Pop, es gibt und so weiter und so fort. Und das hier ist einmal Citrine, den ich unglaublich gerne benutzt habe. Also das ist die Farbe und er sieht so wunderschön aus. Man meint, dass der zu stark pigmentiert ist und wie so ein Metal-Lippenstift oder Lipgloss rüberkommt, aber in dem Moment, wenn man den aufträgt und einmal so verblendet, sieht der echt schön aus. Also er ist wirklich, wirklich schön. Von all den Farben, die ich habe, ist Citrine mein Liebster. Also die haben wirklich von allen Highlightern alle Farben rausgebracht. Und es fühlt sich so an auf den Lippen und das mag ich besonders gerne, als hätte ich so ein Minzbonbon in meinem Mund. Also es riecht so minzig um meinen Mund herum. Sprich, auch wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe, haben die zu mir gesagt, du hast einen frischen Atem. Obwohl das von meinen Lippen war. Und das bleibt so lange, wie der Lipgloss drauf ist. Also der hat jetzt keine unfassbar lange Haltbarkeit oder so. Der hält genauso gut wie jeder andere Lipgloss. Aber er klebt null auf den Lippen. Null. Er ist null beschwerend oder nervig. Er fühlt sich eher an wie so ein pflegender Lipbalm mit minzigem Geschmack. Dann haben wir eine Mascara. Also ich habe die heute nicht aufgetragen und habe es sehr bereut. Ich liebe diese Mascara und ich hätte niemals gedacht, dass irgendwas ein Silikonbürstchen für mich ersetzen kann. Richtig. Wer meine Videos schon eine Weile kennt, der weiß nichts und so rein gar nichts kommt an Silikonbürsten bei mir vorbei. Auf jeden Fall ist das von Charlotte Tilbury die Legendary Lashes. Und das ist eine so gute Mascara. Die macht Fülle, Länge und so ein buschiges Ergebnis so. Warum habe ich gerne Silikonbürsten verwendet? Weil sie diese Länge gemacht haben und diese Dicke. Das kann die halt auch alles, aber die macht dann noch so ein buschiges, verstrubbeltes Ergebnis dabei. Das sieht so unfassbar natürlich aus, als hätte man die nicht getuscht, sondern hätte falsche Wimpern drauf. Gestern bin ich von Rewe nach Hause gelaufen, hatte so richtig so 30 Kilo in den Händen. Und dann hält mich ein Mädchen an und ich dachte, das ist eine Zuschauerin. Und sie so, kommst du aus Köln? Und ich so, ja. Ich dachte, okay, jetzt fragt sie nach einem Weg oder so. Und sie so, wo lässt du dir denn deine Wimpern machen? Und alles, was ich drauf hatte, war diese Mascara. Natürlich habe ich ihr gesagt, du musst das mit Rizinusöl pflegen, deine Wimpern und ordentlich immer abschminken und so weiter. Aber es macht auch die Mascara und die ist so gigantisch gut. Ich habe die damals von Charlotte Tilbury zugeschickt bekommen und ich würde sie mir sofort in der 10-fachen Ausführung nachkaufen und dann nur noch Toastbrot essen, weil sie ist so gut. Dann haben wir noch ein Lippenprodukt und zwar eins von Charlotte Tilbury. Und zwar habe ich das schon länger und das hier habe ich von Julina Menon mal bekommen. Das ist so ein Top-Coat für die Lippen. Ich zeige euch das einmal auf meinem Handrücken und dann zeige ich euch das auf den Lippen. Also man erschreckt sich erstmal, wenn man das sieht und denkt so, oh, muss jetzt nicht unbedingt auf meinen Lippen sein. So, ne? Was ich auch sehr gerne übrigens benutzt habe, ist einfach auf mein Lid gegeben. Ne? So, wenn man das Ganze jetzt verblendet, dann sieht das so aus. Ich beschreibe das immer so als Glow für die Lippen. Also es sind Schimmerpartikel drin, Glitzer, so eine Art Glitzerpartikel, die sich nicht wirklich auflösen, sondern die schon relativ sichtbar sind, je nachdem, welchen Gloss jetzt man trägt oder welchen Lippenstift man da drunter trägt. Aber es sieht aus wie ein Glow für die Lippen, also ohne dabei irgendwie störend zu sein. Also wie gesagt, am Anfang denkt man sich so, oh, Mitschmatch mit meiner Jacke hier. Aber sobald man das aufgetragen hat, sieht das so schön aus, total
Glowy. Mochte ich auch sehr gerne. Das war jetzt die Farbe Skinny Dip. Als nächstes habe ich einen transparenten Gloss aus der Drogerie, der mir unheimlich gut gefällt. Und zwar ist es der NYX Lip Lingerie Gloss. Also NYX ist mit Lipglossen rausgekommen. Und zwar gibt es noch diverse andere in verschiedenen Farben und Ausführungen und so weiter und so fort. Die gibt es jetzt auch nicht. Also ich habe die zumindest noch nicht so lange. Deswegen habe ich die jetzt noch nicht alle auf. Also ich glaube seit 2 oder 3 Wochen ungefähr. Welchen ich halt direkt aufgemacht habe, weil ich einmal irgendwann einen transparenten Gloss gebraucht habe, ist die Nummer Clear. So sieht der aus, wie gesagt. Und was ich immer mache übrigens, wenn ich irgendwas da drunter trage, ist, ich mache meine Lippen sauber, gehe über meine Lippen drüber und guck mal, wie glasig er aussieht. Und bevor ich jetzt hier reingehe, sollte das jetzt irgendwie verfärbt sein oder so, einfach mit einem Kosmetiktuch nochmal drüber gehen, dann bleibt der auch klar. Dann kann man da rein und über die Lippen. Und das sieht so schön und so glossy und so glasig einfach auf den Lippen aus. Ich mag ja Glas sowieso, als wäre das so Glas auf den Lippen sehr, sehr gerne. Der erinnert mich sehr an den von Boxen. Kostet aber nur einen Bruchteil. Also weniger als die Hälfte kostet der hier. Und man hat halt nach ein paar Minuten das Gefühl, was jetzt gerade zum Beispiel bei mir einsetzt, dass es so ein bisschen die Lippen aufplustert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob damit geworben wird, weil dazu habe ich jetzt speziell nichts gefunden. Aber es fühlt sich so auf den Lippen an. Also, wenn ich ihn drauf habe, dann denke ich, ich habe schon sehr volle Lippen. Aber was ich dazu sagen muss, ist, man fühlt ihn. Also man spürt ihn viel mehr zum Beispiel als jetzt den von Becca. Man fühlt, man hat was auf den Lippen. Und wenn man dieses Gefühl nicht mag, dann ist man wahrscheinlich sowieso kein Gloss-Fan. Aber wenn man sehr, sehr penibel darauf achtet, man spürt was. Ich mag das gerne. Ich spüre gerne was auf meinen Lippen, wenn es nicht beschwerend und klebend ist. Also es klebt null. Also man hat nicht dieses bappige, klebrige Gefühl, sondern man weiß, es ist was auf den Lippen, das aber nicht unangenehm ist. Ne? Dann haben wir noch ein letztes Lippenprodukt und zwar ist es von Too Faced. Extra die Verpackung hier noch liegen. Und zwar ist es einmal Skinny Dippin' Natural Nudes Intense Color Coconut Butter Lipstick. So, das ist der hier, den ich tot getragen habe. Und ich habe noch ein paar andere Farben. Ich habe die alle zugeschickt bekommen. Ich habe auch schon eine Farbe habe ich schon verschenkt. Hier ist noch ein. So, und das sind die Farben, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Der eine ist leider ein bisschen zu hell. Den gebe ich immer nur so ins Zentrum meiner Lippen. Aber Skinny Dippin' ist das schönste Nude mit Yash, was mir je begegnet ist. Es ist so ein wunderschönes Nude und die halten extrem lange auf den Lippen. Die sind so butterweich im Auftrag. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Farbe ich meiner Freundin gegeben habe, aber sie hatte den auch drauf und meinte so, der hält den ganzen Tag. Das ist unfassbar. Sie meinte, es ist so, so schön. Ich habe ihr Velvet Teddy mitgebracht von MAC und dann habe ich halt so einen mit reingelegt in das Tütchen und dann meinte sie so, ich trage den nur noch. Es ist so ein schöner Lippenstift. Der fühlt sich super, super an. Hält wirklich bombastisch gut. Auch wenn ihr so die erste oberste Schicht so ein bisschen abträgt mit so einem Taschentuch, wird er so ein bisschen matter. Und man hat dann nur noch so einen Hauch von. Aber ich mag das gerne, wenn das so ein richtiges, also wenn man das so richtig sieht, eben dieses Nude. Ja, das ist auch wirklich eins meiner liebsten Dinger geworden. Den stelle ich immer auf den Tisch, damit ich ihn nicht vergesse. Und jetzt genug von Lippenstiften. Jetzt kommen wir zu einem Highlighter. Das hier ist der Gilded Rose von Smashbox in Kooperation mit Vlada. Das ist eine Make-up-Artistin und Instagrammerin. Steht hier hinten auch drauf, @VladaMua auf Instagram. Und sie hat das in Kooperation mit Smashbox rausgebracht. Kommen wir kurz zur Verpackung. Ich bin ein unfassbarer ich bin wirklich ein Freak, was Verpackungen angeht. Es ist nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Dieses hier, obwohl das gerade perfekt zu meinem Outfit passt. Aber das ist nicht so mein Ding. Was ich aber unglaublich schön finde, ist diese Blüte, die hier drin ist. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und was auch echt cool ist, ich benutze jetzt seit 3-4 Wochen. Und egal, wie oft ich mit dem Pinsel da reingehe, diese Rose geht einfach nicht kaputt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn er aufgebrauchter ist, aber im Moment ist es wirklich wunderschön noch. Und ich habe den Highlighter auch drauf heute. Sehr schön, sehr, sehr schönes Rosé-Gold. Also es ist eine perfekte Kombination, super Zusammenspiel aus Gold und Rosé. Ich habe das Problem, dass mir das Rosé-Golden immer zu rosé ist und
Bei zu gelb sieht es auch sehr, sehr gemacht immer aus. Und das hier ist ein echt schöner, natürlicher Highlighter, den ich sehr, sehr gerne trage. Die Farbe ist sehr schön, Auftrag super. Man muss sich seinen Pinsel mit Fixplast nass machen, weil es so eine schöne Creme-Puder-Konsistenz hat. Also es ist wirklich so eine... Es ist pudrig, aber sobald man das auf der Haut verreibt, wird es so cremig. Also sehr, sehr, sehr schöne Konsistenz, kann ich sehr empfehlen. Und ich habe noch ein paar andere Sachen bekommen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Zum Beispiel hier diese Lidschattenpalette. Also wenn ihr ein Full Face Using Smashbox Produkte sehen wollt, dann sagt mir das mal gerne. Dann packe ich hier mal die Neuheiten aus. Hier sind noch so andere Sachen, die ich noch nicht aufgemacht habe. Die könnten wir dann zusammen testen. 8 Hour Liquid Lipstick. Metal Primer. Kommen wir doch zu den Haarprodukten. Das sind dann die letzten Produkte, die ich euch zeigen werde. Dann lasse ich euch endlich in Ruhe. Und zwar geht es um ein Haaröl. Das ist von Marvelous und nennt sich Holy Shine. Ich war auf einem Event, habe das in eine Tüte bekommen und habe das Ewigkeiten rumstehen lassen. Und dann hat Esra zu mir gesagt, meine Freundin Esra, ja, deine Haare sehen matt aus, du musst sie mal wieder färben. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit meinen Haaren machen werde. Ich werde euch selbstverständlich mit zum Friseur nehmen, wenn ich dahin gehe. Aber ich war so, wie meine Haare sehen matt aus. Ich will nicht, dass sie matt aussehen. Ich will, dass sie glänzen. So. Und dann saß ich hier irgendwie einen Tag später oder... Nee, das war am selben Abend. Auf jeden Fall habe ich dieses Produkt dann für mich entdeckt und... Es ist so gut. Ihr braucht einen Pumpi davon und gebt euch das in die Haare. Und ich sag's euch, das ist so schön glänzend. Das sieht so gesund einfach aus. Und ich kann mir mal so ein bisschen noch was in die Spitzen geben. Ich habe mir gestern was davon in die Haare gegeben. Es riecht so, so gut. So was ganz, ganz Frisches hat das. Sowas so nicht zu Parfümiertes, nicht zu Nerviges. Es riecht einfach nur frisch und... elegant und pudrig. Also es ist wirklich ein schöner, pudriger Duft. Und ich glaube, man kann ganz gut erkennen, wie seidig jetzt meine Haare aussehen. Also es sieht so wie so ein Kaschmirpulli aus. Also es sieht wirklich, ohne dass die Haare jetzt beschwert sind oder sich fettig anfühlen, als würden meine Haare das so aufsaugen und wären dann zufrieden damit. Also man spürt es auch nicht im Nachgang. Man denkt nicht so, oh... Mein Gott, das ist jetzt voll fettig oder so. Oder man kann das sogar hier oben reingeben, ohne dass man denkt, jetzt, oh Gott, das wird jetzt voll fettig. Ich mag das Öl unglaublich gern. Das ist sowas von in meine Favoriten gerutscht. Und den Rest, den gebe ich mir immer so, versuche ich mir noch so schnell in meine Hände zu geben. Aber es ist wirklich, es fühlt sich nicht an wie ein klebriges, nerviges Öl. Kennt ihr das, wenn ihr Öl in eure Haare gebt, dann habt ihr so das Gefühl, ihr müsst euch die Hände danach waschen. Oder wenn ihr euch mit einem Öl eincremt, dann müsst man irgendwie so die Hände wieder waschen. Das ist null. 0,0 bei diesem Produkt. Also es geht so wirklich, es zieht so in die Haare ein und lässt sie einfach natürlich gesund aussehen und nicht so gemacht. Dann ein letztes Produkt und zwar ist es das Pillow Proof von Redken und das ist ein Trockenshampoo. So, ich wasche mir super oft die Haare und mache mir danach wieder Trockenshampoo rein. Das ist einfach so mein Ding. Ich mag das, wenn meine Haare griffig sind, wenn die nicht zu weich fallen, wenn die sich nicht zu fein anfühlen. Ich mag das persönlich sehr, sehr gerne. Und deswegen sprühe ich mir nach dem Duschen gerne Haarspray in meine Ansätze rein. Einfach auch manchmal in die Längen und Spitzen. Ich mag das, wenn das so griffig ist, wenn das nicht so platt runterhängt. So, ne? Und das hier ist perfekt dafür. Was ich nämlich nicht mag, ist, wenn man Trockenshampoo jetzt in frisch gewaschenes Haar gibt und sich das zu mehlig anfühlt, so nach dem Motto, jetzt kannst du eigentlich deine Haare wieder waschen. Es soll immer noch so sein, als dass ich so durchgehen kann und dass trotzdem mein frisch gewaschen Gefühl nicht verliere, wisst ihr? Ich glaube, ich brauche das gar nicht so krass erläutern, weil wir Mädels wissen, wovon ich spreche, wenn ihr das auch schon gemacht habt. Und das hier ist das perfekte Trockenshampoo dafür. Das ist so gut und es riecht so gut. Wirklich, meine Haare riechen mit diesen beiden Produkten so gut. Ich würde nur noch auf meine Haare anfangen. Was hast du in den Haaren? Was hast du in den Haaren mit? Was wäschst du dir die Haare? Das ist so gut. Pillow Proof Blow Dry 2-Day Extender. Also ihr könntet länger aushalten, ohne dass ihr euch die Haare wäscht. Da ich aber immer viel hin und her renne und schwitze und keine Ahnung, wasche ich meine Haare alle 2 Tage, höchstens alle 3 Tage. Aber man könnte, wenn man wollte. Oil Absorbing Dry Shampoo und wirklich, ihr spürt das nicht in den Haaren. Es hat keinen so nervigen Grauschleier. Es fühlt sich so an, als wäre es kühlend. Boah, das riecht so gut. Und wie ihr seht, ich habe keinen Grauschleier, nichts, keinen Weißschleier. Es ist nicht...
Ne? Man sieht halt nicht, dass man jetzt da Trockenshampoo drin hat. Das fühlt sich auch so gut an, es fühlt sich so leicht an. Also wie ein Hauch von nichts, es gibt dem Haar genug Volumen, es riecht super. Und das ist so mein liebstes Produkt im Moment. So mit allen anderen Produkten auch. Aber diese zwei Haarprodukte, die haben es mir richtig angetan. Also ich versuche euch beides in die Infobox zu verlinken. Und mit diesem Öl kommt ihr übrigens auch super lange klar. So, ich habe das Gefühl, ich habe ohne Punkt und Komma gesprochen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch jetzt so ein bisschen Inspiration geben konnte. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welche denn eure Favoriten so waren. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mir sagen würdet, auf was für Videos ihr so Lust habt. Was würdet ihr gerne sehen? Gibt es irgendwas, was so Trend ist, was man gerade testen sollte? Oder, egal. Könnt ihr mir sehr gerne alles in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, falls ihr meine beiden letzten Videos noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich sie euch hier. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Dabo. Cool. Abo und Daumen nach oben ist gleich Dabo. Freuen und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.